Willkommen zu The Borderlands mit dem schweigenden Fyllion und dem schweigenden Falco. Alter Punch. Hi. Mensch, 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 schlimm sowas. Meine erste Knarre. Hab ich schon einen Namen genommen? Ach ja. Jetzt kommt das Intro. Immer noch. Yay. 20 Sekunden. Langweilig. Du bist langweilig. Jetzt habe ich ein Problem. Durch das Intro würden die Zuschauer wahrscheinlich gerne hören, aber wenn wir alle dazwischen reden, ist das auch doof. Na gut, die können ja mitlesen. Passiert denen nicht sonderlich viel. Ja, außerdem ist der Sound leise gestellt, dass man halt uns besser hört. Wer pustet da ins Mikro? Ich nicht. Du hast es doch. Nein. Ich hab das Mikro gar nicht in Blasreichweite. Ach, ihr seid bekloppt. Was sind das für Skin-Namen? Das Blut krustet so adrett. Hör auf deinen. Nicht meinen Kamm. Verbindest du Trottelei. Schmerz ist alles. Zwing mich nicht dazu. Ich kann nicht. Schmerzeinspritzung, ich riech mich selbst. Schaffner im Kackzug, halt die Klappe, schlitz den Feigling, saug meine Rippen. Nein, kann nicht. Oh, wer Gott. Hat das geworfen? Lutsch das Knochenmark. Okay. Kriegs Sonntaganzug, okay, das ist noch älter. Oh, Mann. Alles wird gut. Nimm ich das. Und seine Köpfe haben auch so einen lustigen Namen. Wirk es aus mir raus. Umdrehen jetzt. Krieg. Nimm Krieg. Seid ihr jetzt eigentlich schon dabei oder noch nicht? Wir sind schon dabei. Achso. Wo du das Intro hast, bin ich gerade bei Charakterstellung gewesen. Ich habe gerade Charakter bestätigt. Ich habe noch hier Fahrt auf weitere Spiele. Optische Verschönerung an mir vorgenommen. So, kann meinen Rippen. Ich wollte natürlich das Intro auch drin lassen. Gehört ja dazu, ne? Ja, ist verständlich. Selbst wenn ihr alle schon was anderes macht. Boah. Aussehen noch ändern. Oh, ein niedliches Hündchen. Da bist du erst. Ja, das Intro geht eine Weile. Ich kenne ja nichts dafür, wenn ihr alles überspringt. Wir haben es nicht übersprungen, bei mir war gleich Charakterwahl. Ja. Ich hätte mir die Musik auch gerne nochmal angehört. Ha, komisch. Wenn wir es jetzt zum ersten Mal gespielt hätten, dann wäre es so gewesen, dass das Intro noch gekommen wäre. Ansonsten. Hallo, ich habe das auch nicht zum ersten Mal gespielt. Ich habe mit euch schon mal angefangen. Dann, keine Ahnung. Dann wahrscheinlich nur, weil du Host bist. Blöder Host. Ich habe auf neues Spiel einfach geklickt. Waren wir da schon in der Gruppe? Keine Ahnung. Ich glaube. Ich bin erst später zugejoint. Ach, kann doch deswegen sein. Genau. Vollkommen egal. Intro ist eh gleich vorbei. Ja, und wir haben die ganze Zeit geredet und die schöne Musik hat keiner gehört. Ach, der darf sowieso die ganze Zeit. Der Sound ist sowieso etwas leiser, das hört man sowieso alles ein bisschen schlechter, denn. Na, dann ist ja gut. Weil es geht ja darum, dass man unser dummes Gelaber hören kann. Dein dummes Gelaber. Genau, wollte gerade sagen. Ja, und er kann kein Deutsch. Hat Deutsch, nur ein Stückchen. Kauf dir einfach eine Tüte Deutsch, dann wird's besser. Nein, das hilft auch nicht. Sixpack Deutsch. Oder ist es ein 8-Pack? 9. Ich zähle 9. Was auch immer du zählst. Ich zählen kann er übrigens auch nicht. Ja, der Commander wurde gerade vorgestellt. Und 0. Als Zahl. So. Die Sirene? Wo spielt eigentlich von euch einer jetzt die Sirene oder spielt ihr was anderes? Achso. Ich nehm Psycho. Ich nehme Mecha. Achso. Wie immer. Genau. Wir haben schon unser Charakter. Du hast die Standardcharaktere, die du auswählen kannst, und zwei davon habe ich dir empfohlen. Ich überlege noch, ob ich den Commander oder den Gunsarker nehme. Kannst du eine Sirene nehmen? Ist mir auch egal. Warum soll ich die Sirene nehmen? Die ist mir egal. Naja, Sirene ist auch manchmal hilfreich, weil sie Gegner mit Schilden hochheben können. Ah, dann habe ich wieder zwei Frauen an meiner Brust. Ich will aber keine Frau sein. Sauk an meinen Rippen.
Ist das deine Farbe oder was? Ich weiß nicht, das war irgendwo noch mit drin. Weiß nicht, es klang gerade komisch, war irgendwo mit drin. Ja. Erstmal letztes mit, wo ich hinten in den reingefahren bin. Oh. Da bin ich ihm voll hinten rein. Hat ihn gefreut. Das ist super. Nein! Er kann ganz, jetzt noch sitzen. Ganz toll. Das ist so, nee, Alter. Spielstart in 2 Minuten. Ah, yeah. Ich darf endlich wählen. So. Ist noch 1 Minute und 44 Sekunden Zeit. Ist noch 1 Minute und 41 Sekunden Zeit. Ich schnauze, ich sehe es. So, wen nehme ich? Den Berserker oder den Commander? Wirf eine Münze. Lasst uns die Gegend ausspielen. Das kann der Kopf Kommando, Zahl ganz säcke. Und dann landet es auf der Kante. Und die Kante bleibt in der Sirene stecken. Boah. Oh, wen nehme ich denn? So, dass das kommt. Ich glaube, ich bin der Commander. Den habe ich aber bisher noch nicht gespielt. Nimm den Action-Hero und nicht den fetten Riesenzwerg. Was, den fetten Riesenzwerg? Ja, das weißt du nicht, wie der Ganserker aussieht? Ne, der Ganserker ist dicker, ja, und? Müsste doch eigentlich, hatte ich nicht mal Ganserker gespielt mit ihm? Ne, ich hatte damals den Ganserker genommen. Achso. Du hattest auch schon mal Ganserker. Wir haben aber ja nicht allzu weit gespielt, haben bis zur Hälfte oder was auch immer du gesagt hast. Ich sehe meine Hand. Oh, ich sehe Claptrap. Ah, ich sehe auch Claptrap, diese alte Nervensäge. Ich habe eine Waffe in der Hand. Ich sehe dich sogar, du hast 2 Waffen da. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich höre ihn doppelt. Ich nicht. Ich brauche ihn noch nicht doppelt hören. Ein Claptrap reicht. Komisch. Was komisch? Dass das doppelt hört. Ach. Vielleicht hört er eh alles doppelt. Mir ist es egal. Hallo, du mit Waffe. Hallo, du ohne Waffe. Pylon hat gar keine Waffe in der Hand, oder? Guck ihn nicht an. Guck dir seine Hände an. Der ist eine einzige Waffe, ey. Ja, ich seh's. Ah ja, los, folgen wir Clappy. Ist aber auch gleich eine Waffe haben. Boah. Genau. Warum müsstest du auch gleich eine Waffe haben? Weil wir Cheater sind. Ja, immer doch. Nee, ihr habt ja irgendwelche Mods wieder, ne? Ja, sonst hätten wir die beiden Chars nicht. Kann sein. Ich glaube beim Season Pass oder so war das dabei. Sind eh nicht stark, die Waffen. Egal, brauche ich nicht. So. Ab zu Clappy. Genau, du bleibst bei Claptrap. Lauf, Clappy, lauf. Klipp, klapp. Lauf, du kleiner Mülleimer. Ich will viele meiner Sätze hören, weil ich den noch nicht gespielt habe. Wollt ihr nicht mal auf Clappy warten? Wozu? Ja, kommt schon hinterher, irgendwann. Und wahrscheinlich sogar in einem Stück. Clappy ist doch der Hauptcharakter in diesem Spiel. Nein. Der Hauptcharakter dieses Spiels sind Treppen. Los, Clappy, mach die Tür auf. Wisst ihr, irgendwo hier gab es doch noch ein Echo von einem der Charaktere. Die doch gefunden, oder nicht? Egal. Hatten wir den nicht später gefunden? Ein Echo hatten sie letztens hier gefunden, aber mir nicht gesagt, wo sie es gefunden hatten. Nee, das war ja erst, wo das Monster aufgetaucht ist später. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Hier in dieser Schlucht, die hier nachkommt. Boah, spiel mal Minecraft. Was spielst du mit Minecraft? Keine Ahnung. Das war auf dem geschädigt, wo alle Leute, die ihn sehen, immer schreien: Play Minecraft. Ja. Und sie meinen, wer oder was mag das sein? Ein Kuscheltier. Das ist ein Super Saiyajin. Immer wenn er das Auge rausreißt, hängt der Arm vom Claptrap kurz am Auge, da wo das Auge normalerweise ist. Sieht so dämlich aus. Tja. Zack. Wenn's Spaß macht. Dir. Kann ich einfach nur wehgetan. Siehst du, guck mal, wir haben schon Kapitel 1 erreicht.
Yeah, wir haben Kapitel 1 erreicht. Juhu, Freude, Freude. Der besten Schauspielerin, die es im ganzen Spiel gibt. Ja, die sieht wenigstens ganz nett aus, aber ich weiß nicht, sieht man die auch mal richtig hier drin oder ist sie immer nur als. Wer weiß. Auf jeden Fall spoilern. Einer hier in dieser Zusammenstellung schon mal gesagt, sie hat den einfachsten Job der Welt. Oh ja. So will Hallo? Ich auch Geld verdienen, einfach meine Haare wackeln lassen. Genau, mal kurz lächeln. Du wirst sterben. Hoppala, ich bin falsch gelaufen. So, Kleppi, beeil dich. Danke. Nee, aber Gruffel, sieh sie dir mal genau an. Die braucht sich da echt nur oben hinstellen, lächeln, kurz, fertig. Übrigens, da oben lag ein Medipack, Erik. Was? Warum braucht sie sich da bloß hinstellen und lächeln? Ja, guck dir doch mal an, wenn die Clips da sind. Alter, reicht schon. Ich brauch kein Leben. Du hast auch kein Leben. Ich hab Geld. Geld ohne Leben. Da. Stimmt, die bewegt ja nicht mal ihre Lippen. Eben, Medipack. Ja, toll. Jetzt hast du mir die Illusion genommen. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ernsthaft? Ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet. Das war bei mir am Anfang aber auch so. Bis du das angesprochen habt, ist mir das nie aufgefallen. Ja, ich achte halt auf sowas im Gegensatz zu euch. Ich habe immer noch oranges Blut, das ist kacke. Obwohl ich eigentlich keine Kindersicherung oder sowas drin habe. Weiß nicht. Oranges Blut ist von den Bullymonks. Immer? Ja, Bullymonks haben oranges Blut. Komm damit klar. Das sieht aber so hässlich aus. Ja, entschuldige mal. Was, stell dir mal vor, wie die dein rotes Blut finden, hä? Hübsch. Sehr schmackhaft. Ja, wahrscheinlich. Schmackhaft würde sogar stimmen, glaube ich. Ich wollte schon wieder den Sirenen-Skill schmeißen von den letzten paar Minuten. So, ich glaube, hier in der Schlucht habe ich irgendwie mal das Ding gefunden letztens, aber wer weiß wo. Ich bin so psycho. Ich lasse erstmal reden. Was? Warum lässt du sie erstmal reden? Egal. Ich bin so psycho, ich lasse erst mal reden. Du krankes Miststück. Was ich zuerst sagen wollte, ich bin so psycho, ich bilde mir sogar ein, eure Fähigkeiten zu haben. Aber dann hast du angefangen zu reden und du willst ja bestimmt, dass deine zwei Abonnenten, die das sehen werden, den Text mitkriegen. Genau, zwei. Ja. Na gut, einer. Aber wenn ich Zeit habe. Zeit hast, alles klar. Alles klar, da ist ja noch einer. Hat mir in den Arsch gehauen. Ja, das hast du verdient. Was willst du noch? Da bei dem Bossraum hinten, wo dieser. Aber irgendwo lag hier noch so ein Scheißding rum. Wo war denn das? Das war beim Knuckle Dragger hinten beim Bosskampf. Das kann auch sein, ja. Wer ist Knuckle Dragger? Oh mein Gott, ich hab gespoilert. Klepp, lauf! Und Check Klepp ist schon wieder. Klepp ist schon wieder hingefallen. Ja, das ist Kleppi. Kleppi, lauf nicht über die ganzen Leichen. Kleptrap hat sich mein Kuli in den Arsch gesteckt. Alle lieben Krabby. Krabby, jetzt habe ich Krabby gesagt. Krabby der Clown, ja! Crablab. Also irgendwo hier muss es ja dann liegen. Irgendwo hier war es ja, aber wo? Da ist er mit seinem Auge. Aber ich muss sagen, ihm steht das Auge doch viel besser, oder? Wollen wir es ihm nicht lassen? Ja, aber aus Prinzip bringen wir ihn trotzdem um. Ach nö. Sieh mal, welche Power ihm das Auge verleiht. Yeah. Ja, ich will dich umbringen, du musst mich nicht gleich anspringen deswegen. Alter, versteht dir überhaupt keinen Spaß. Ja, warte mal. Der mag mich. Na klar, man muss dich mögen. Dafür ist Boah, jetzt ist aber mal... Anhängnis, kleines Drecksviech. Oh, machen wir wenig Schaden. Auch noch keine Feuerwaffen. Jetzt reicht's mir, Sniper raus. Weißt du, genau das habe ich ja letztens gemacht. Was, mit dem Sniper? Ja. Hat er sich verprügelt, da oben ist er. So, jetzt hier. Kleinen noch fertig machen, ne? Ja klar, der Große springt mich immer an, die Kleinen laufen immer weg, oder was? Wollt ihr mich verarschen? So wie es sein muss.
Ja, warum müsst ihr jetzt nachher überhaupt die Mühe machen, so eine Karre freizuschalten, wenn hier schon eine steht? Und man leider nicht nutzen kann. Na, hier ist eine Karre. Tja. Aber die sieht nicht gerade mehr funktionstüchtig aus, oder? Außerdem fehlt da die Waffe. Die muss man da respawnen lassen, dann geht das schon wieder. So, und wo war jetzt hier dieses blöde Zeug? Einfach mal diesen kleinen Mini-Lichtsäulen folgen hier. Irgendwas davon muss es ja sein. Es müsste eine blaue Säule sein, oder nicht? Oder blau. Irgendwo muss es hier sein. Das Geld. Vielleicht ist es auch wirklich nur Zufall. Ich weiß es nicht, ob es Zufall ist oder nicht. Und wenn ich auf jeden Fall. Ich hab's letztens irgendwo hier gefunden. Vielleicht in dem Ding hier vorne. Ja, wer weiß. Egal, gehen wir weiter. Wir können ja nicht ewig hier rumgammeln. Genau, viel zu kalt hier. Na ja, gehen wir da durch, Kumpel. Kann ja absolut nichts bei schief gehen. Ja, natürlich nicht. Stell dich genau vor, Klettwerb. Immer genau richtig sein. Ich will auch gescannt werden. Geh da weg, mein Scanner. Prügel euch, genau. Ich mach auf. Hör auf, mich zu hauen hier. Und nur um deine Illusion weiter zu zerstören. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Da, guck sie an. Ja, sie hat geblinkt. Du tust dir Unrecht. Ja, sie lächelt. Ja, sie lächelt. Gott, dieser Blick ist so krank. Also sieht so ein bisschen psychomäßig aus, du hast recht. Ja, sie hat genau den richtigen Moment. Überhaupt nicht psychomäßig mit den roten Augen, ne? Die blinzelt. Sie kann blinzeln, sie hat was gelernt. Aber so eine Psychomäßigkeit ist ja auch interessant dann. Wer hat sich in die Schotte genommen? Ich? Oder willst du sie haben? Nö, ich frag nur. Ich habe jetzt gerade noch nichts Besseres, deswegen nehme ich sie. Also nachher schmeiße ich sie weg, wenn ich irgendwas finde. Aber momentan nehme ich sie noch. Ah, können wir ja gleich die Frage klären. Sniper oder Schotti? Du kennst mich. Ich nehme auf jeden Fall einen Sniper nachher und für die andere Waffe habe ich mich noch nicht entschieden. Nee, ich meine jetzt wegen der Quest da nachher. Wo man sich das ist doch jetzt noch vollkommen irrelevant. Außerdem ist die Sniper, glaube ich, ziemlich schlecht, oder? Besser als ich, glaube ich. So, ich rede einfach mal Blödsinn. Talala, dololo. Trilalalala. Und Julian schweigt. Ja. Oh, ich habe gerade nichts Wichtiges zu erzählen. Das ist egal. Hast du das schon mal? Nee. Alle paar Jahre. Jahrzehnte vielleicht. Und bald ist es wieder soweit. Verdammt. Ach scheiße, das war schon die wichtigste Information. Na gut, wir hören uns wieder. Na gut, jetzt gehen wir runter und jagen hier diese kleinen Biester. Eieieieiei! Ich wegspringen, wenn ich hier gerade Biester jagen soll, egal. Und, bumm, willkommen. Ich mag die Schrottflinten nicht. Wir wollen mal eine ordentliche Waffe haben. So. Tja, ich auch. Ja. Au. Der war zu spät. Vor allem die mit dem einen Schuss, das ist total nervig. Ey, nicht fliehen. Ach, ich kann es gar nicht erwarten, Level 5 zu werden. Ach, ich mach, dass der gleich kommt. Ich steig mal wieder aufs Dach. Ja, natürlich killen wir Flintsmänner. Und kleine Hündchen. So. Immer diese extra Arbeiten hier. Noch irgendwer da? Da ist ein Bulli. Ein toter Bulli. Ja, eigentlich müssten wir nur warten. Die töten sich ja alle selber. Ja, wann bleibt eine Fraktion übrig? Ja, und? Dann kriegen wir mehr Erfahrung, wenn wir das töten. Ja, ist ja richtig. Hier oben hätte ich gerne einen Sniper, das wäre die perfekte. So, die Level 1 Viecher kann ich jetzt schon killen mit dem Nahkampf, das finde ich nett. Vögel! Was? Wo hast du Vögel? Ach da. Wieder ein Vögel angeschossen? Ich habe sie nicht angeschossen. Oh mein Gott, lernen zu. Oh, was zum?
Was verraten? Ja, es geht schon los. Ah, den Gegner, der direkt vor ihm steht, nicht gesehen. Der stand hinter mir. Der hat auf Vögel gezielt. Oh, da unten ist auch noch einer. Oh, das ist auch schon wieder. Oh, meiner. So, noch Vögel irgendwo? Da sind noch Vögel. Die kommen alle auf uns zu. Die kommen auf uns zu. Oh mein Gott, sie kommen direkt auf uns zu! Hey, sie haben mich vom Dach geschmissen. Die bösen Vögel haben mich vom Dach geschmissen. Hey, wo sind die? Ach, da. Na, nicht mich hinten angreifen, wenn ich auf den einen Vogel schieße hier. Ich hab einen Vogel getötet. Wie peinlich ist das denn? Wird doch wohl ein Vogel! Nächstes Level, yeah. Scheiß Vogel. So. Peinlich. Wir möchten bei Clappy bleiben. Der Clappy kommt doch hier. Da ist der kleine Clappy. Du hast hier überhaupt nochmal weggefahren. Behalte ihn schön im Auge. So. Wer möchte gebratenen Clappy? Psycho wollte mal ausprobieren, wie es schmeckt. Oh, das ist sehr erfrischend. Sehr metallisch, dieser Geschmack. Der Kuchen schmeckt heute lustig. Grüße an Sir Hammerlock. Ich will auch so einen Bart. Dann lass ihn dir wachsen. Dafür ist er noch viel zu klein. Ich möchte den Bart abrasieren und den Bart als Perücke nutzen, dann habe ich eine Punkfrisur. Solange du dir keine Schamhaarverlängerung machst. Nein. Oh. Ja, eine Transplantation. Und wer ist der Spender? Ich will's nicht wissen. So, was gibt's denn hier für Waffen? Immer der, der fragt. Ich wollte schon immer ein Pellöckchen nehmen. Oh, eine Feuerpistole. Feuerpistole? Ja, ist hier. Kann man kaufen. Magazin ist sehr klein. Das ist nicht so schön. Mir egal. Wo ist die Feuerpistole? Ja. Naja, egal. Hab immer noch eine Pistole gekauft. So. Hab's gesehen. Ich hab gerade überlegt, aber ich konnte mir eh nichts leisten, so richtig, was ich brauchte. Kannst du die Sachen, die wir finden, verkaufen? Wir hätten ihm auch mal das Auge geben können, oder? Mit seinen chirurgischen Meisterhänden. Das hat ein riesen Magazin, das Ding. Das ist aber schießen tut's nicht ganz so schnell wie meine jetzige Waffe. Großes Magazin ist nicht unbedingt immer gut. Egal, ich nehm's erstmal. Kann ja später immer noch wechseln. Eben. Okay. Können wir alle. Dann wieder 3 Granaten hier. Oh je, er spricht wieder. Er spricht immer. Labert immer irgendwelchen Müll. Ja, jetzt muss ich mal testen, wie die schießt. Ah, schießt doch ganz gut. Ah, dem Schnee hast du's gezeigt. Stirb, Schnee, stirb, verraten. Was? Er hat wirklich mal den richtigen Nickname benutzt. Das geht den Falco nennen. Ja, genau, du heißt Falco. Nein! Doch, Falco. Spring dich um! Ah, komm her! Falco. Führer, mein Hammer auf Doom! Falcon Punch! Ich hasse dich! Du Barrel! So. Ja, das ist ein normales Hobby, auf unbewaffnete Frauen und Kinder zu schießen. Ja, ne? Das ist das Erste, was man in einem Spiel tut. Probieren, ob man unschuldige Frauen und Kinder töten. Ah, das habe ich in so vielen Spielen schon probiert. Ich bin so oft enttäuscht. Hey, es gibt wirklich einige, wo es geht. Wuhu! Was? Der Friedhof. Kommt runter, Leute! Yeah, wir springen. Na gut. Komm, wir verprügeln den Kleinen hier. Oh, der ist tot. Aua! Hoppala. Ich hab so ein Schild in irgendeiner Kiste gefunden hier. Was hast du gefunden? Schild. Nee, da sind noch mehr Spielzeuge. Spielzeug. Der ist da schon wieder gestorben. Vom Feuerschaden. Achso, vom Feuerschaden. Nein, nicht vom Feuerschaden gestorben, aber vom Feuerschaden belebt. Achso. Okay, geht auch. Die machen ja noch keinen Feuerschaden, die Gegner hier. Ja, yeah, ja. Yeah. Das kommt erst mit. Spoiler nicht. Flint hat schon mit uns geredet. Natürlich. Ja, aber Schlechter genannt. Hast du das vergessen? Na, aber er hat nicht gesagt, dass er Feuerschaden macht. Das hast du gesagt. So, da habt ihr auch mal ein Schild.
Da sehr schwer zu erraten, dass ein Typ, der Flint heißt, auch Feuerschaden macht. Na, da wäre niemand drauf gekommen. Ich wäre nicht drauf gekommen. Die werfen ja einfach mit Felsbrocken umher, das geht doch nicht. Nein, es sind Eisblöcke. Mensch, kann sich nur um Stunden handeln. Och, Menno. Oh, kickt mich doch nicht immer weg hier, ihr Schweine. Wo ist er hin? Wo ist die Leiche? Diese Leiche. Er lebt so wieder. Ja. Er lebt wieder. Leiche war mir lieber. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist ja wieder als Leiche. Er wird er wiederbelebt. Boing. Mein Leben. Ah. Mein Leben. Gab extra Erfahrung für mich. Verdammt! Das nächste Mal hole ich mir die extra Erfahrung. Schon angeschaltet? Was angeschaltet? Ja, sonst hätte er das Schild auch nicht bekommen eben. So. Stimmt. Ja, mal gucken, was wir so alles anpassen können. Also ich habe bloß die Standarddinger, die anderen musste ich mir kaufen, brauche ich nicht. Gab's hier noch irgendwelche, die interessant aussahen? Ziemlich kantig. Chaotisch. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Aber das sieht ganz nett aus. Das nehme ich. So. Komm jetzt, sing so ein Ariel Schund. Nein, mach ich nicht. Oh mein Gott, jetzt wird die GEMA unser Video sperren. Nein, du hast dann nicht gesungen. Außerdem müsstest du die Melodie auch noch mit dazu machen. Und außerdem ist das von Disney und das wird die GEMA wohl kaum sperren, weil Disney nicht irgendwie irgendwelche Lizenzen dafür nimmt. Ja? Aha. Weil wenn du jetzt hier das Lied nachsingst, die haben mit der GEMA ja nichts zu tun. Oder hast du die GEMA irgendwo in Amerika schon mal rumlaufen sehen? Weiterlaufen? Ja, wir sind ein Stück weitergelaufen. War doch noch am Umziehen. Ja. Ja, dann zieh mal um. Ja, wohin ziehst du denn? Nach Psychohausen. Yay! Yeah! Uah, mitten rein hier. Also ich sehe die ganze Zeit rotes Blut, dass hier rauskommen. So. Oh, da ist ein Kopf. Bom. Ey, wer hat ihn erschossen? Ich wollte ihn erschießen. Ich brauch ihn auch. Ich wollte mich wiederbeleben. So. Ja. Hab ich schlecht. Geht doch nicht. Ich kann doch den Leuten hier nicht das Spielprinzip zeigen, wenn du mich einfach versuchst wiederzubeleben und meine Gegner tötest. Toll, ihr habt's wieder hingekriegt, schneller Level up zu sein als ich, ey. Ihr Schweine. So muss das sein. Ah, ich hole mal die Quest.